Willkommen auf der Comic 2010, wo wir das brandneue Excite Pro haben mit einem 7 Zoll Bildschirm, der leider nicht IPS ist, also von der Seite sehe ich jetzt nicht viel. Wenn ich hier von der Seite ein bisschen die Betrachtungswinkel zeige, sieht man glaube ich ganz gut, dass die da nicht so schön sind, aber von vorne ein sehr schönes Gerät mit einem Intel Quad-Core Prozessor drin, natürlich hier Android installiert, Android 4.4.2 sogar. Kann ich hier ganz kurz zeigen, Kamera fokussiert dann kurz. Und ja, eigentlich ein ganz schönes Gerät. Designmäßig haben wir hier, wie ihr sehen könnt, das Design vom letzten Jahr bekommen. So eine angeraute Plastikoberfläche hinten. Wir haben unten einen Lautsprecher. Und eigentlich oben das Wichtigste, und zwar ein Micro-USB-Anschluss, Micro-SD-Kartenanschluss, ein Mikrofon, Lautstärkeregler und Kopfhöreranschluss. Seitlich haben wir noch den An- und Ausschalter. Und ansonsten keine weiteren Knöpfe eigentlich nirgendwo. Wie ihr merkt, das Gerät dreht sich auch schön schnell. Wir haben hier vorne eine Kamera, sowie hinten haben wir keine Kamera. Also wir können dann entsprechend dann hier nur eine Kamera ausprobieren, falls es funktionieren sollte. Ihr merkt, es läuft schön schnell und ich kann auch mal hier kurz probieren. Aber genau, ist noch nicht die finale Software, also könnte es noch ein bisschen dauern. 510 Euro, allerdings kein schlechtes Produkt. Hey, da haben wir schon schlechtere auf jeden Fall gesehen. Wobei von der Geschwindigkeit her ist es auf jeden Fall auch gut, denn wir haben hier so eine kleine Intel-App drauf gehabt, genau. Wo wir zum Beispiel 4K-Videos, machen wir mal so, leicht fehlerhaft gerade, vorhin standen hier noch ein paar Informationen da. Also wir haben hier vorhin einfach so ein 4K-3D-Demo, wo man sich hier umschauen kann in 4K-Videos. Eigentlich ganz cool und es funktioniert auch relativ flüssig. Das war's auch schon von der Intel PK hier auf der Comdex 2014. Mein Name ist Manuel Schreiber, das war das X-Side Go von Toshiba.